Das ist sehr wichtig. Die Trophäen. Na los. Das muss dabei sein. Ja. Komm, mach's nicht so spannend. Komm schon. Gut. Ui. Let's rock, baby. Fangen wir an. So und damit herzlich willkommen zu Devil May Cry, den ersten Teil von den, wie viel sind da? Vier? Ich glaube vier Teile. Ja, so sieht das aus, was wir vorhaben. Und für mich ist es das erste Mal, denn auch das muss ich nachholen, die Sleeping Dogs. Und so viele andere. Okay, ist schon mal sehr interessant, was kommt. Okay. Fangen wir an. Aber vorher noch das hier ändern. Untertitel an. Kontrolleinstellungen lassen wir mal. Standardeinstellungen. Nö. Wo ist denn hier der Ton? Das ist schon ein bisschen laut. Schauen wir, ob wir das noch ändern können. Naja. Ui, das ist viel zu laut. Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Sparta. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Sparta. Interessant. Devil May Cry. Sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Are you really the son of the legendary Dark Knight Sparta? Didn't your daddy teach you how to use the sword? Sword. Time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength?
You were the first one to know about my inventions. Looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What? Years ago, Mundus, the Emperor of the Underworld, resurrected. Mundus? Yes. His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. Okay. The castle is above this cliff. Come on, let's go! Ha! Hui. Und wir können starten. Schön. Dann erstmal, wo ist denn hier? Waffe, Aktion. Was mit Dantes erworbenen Fähigkeiten proben? Okay. Auftrag. Zeig mal den Auftrag her. Kein Auftrag, okay. Gegner, auch keine Gegner. Ist noch alles neu. Okay. Option. Da gibt's nur das, na toll. Okay, dann muss ich halt hier ein bisschen muten. So. Und den Rest muss ich halt so regulieren. Beim Schneiden dann. Na schön. So, dann fangen wir mal an. Was können wir? Springen. Okay, ein Schwert. Das ist blocken. Oder seitwärts gehen, okay. Okay, L2. Ist auch das Menü. Ist das provozieren? Naja. Wir werden es bestimmt gleich lernen. So, da bin ich mal gespannt. Was? Gelbe Kugel, ein heiliger Stein, der Leben nach dem Tod herbeiführt. Okay. Also quasi ein Leben, oder wie? Na schön. Na, das wird dann Spaß. Ich freue mich schon drauf. Ich habe nur Gutes über die Devil May Cry Reihe gehört. Sieht schon mal interessant aus. Auf der 1, Flucht der Blutmarionetten. Heben Sie den Bann auf und öffnen Sie die verwunschene Tür. Okay. Na schön. Okay, das erinnert mich gerade an Resident Evil. Die ersten Teile. Wobei ich da jetzt nur den ersten Teil mal ein bisschen angespielt habe. Aber das kommt dann später irgendwann mal dran. Was dann auch komplett blind sein wird, oder ja fast, ein bisschen. Naja, aber konzentrieren wir uns darauf. Die Kugel, ein roter Stein, der Ihnen neue Fähigkeiten und Türen eröffnet. Die neuen Fähigkeiten stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie die Steine dem Gott der Zeit opfern. Okay, Gott der Zeit, na schön. Nummer 6. 6 Stück habe ich hier, okay. Das da ist die Tür, na schön. Okay. Kannst du nicht springen? Doch kann, aber da ist er nicht gesprungen. Was soll denn das? Okay, und ich sehe schon mit der Kameraeinstellung hier, muss ich mich ein bisschen anfreunden, aber das kann dauern. Denn ich bin da anders gewohnt, aber naja. Ist auch kein Wunder, wenn mir solche Spiele entgangen sind. Okay. Sammeln wir hier mal ein. Ist da noch was? Ne, ist nur eine Lampe. Okay. Was ist denn das für eine Musik? Wer feiert denn hier?
Na schön, also was spielen wir jetzt hier? Spielen wir Dante, der Sohn vom legendären Schwarzen Ritter, der die Unterwelt bekämpft hat. So wie ich es verstanden habe, okay. Was ist das denn hier? Diese Statue muss wohl der Hüter der Zeit sein. Dieser Gott kennt jeden Moment der Vergangenheit und erinnert sich an alles. Die Wörter dieses Gottes sind eingraviert. Jene, die sich die alten Kriegskünste aneignen möchten, müssen mir erst das Blut von Monstern bringen. Ich bekomme keine Antwort. Dann sollte ich erst einmal die darunter liegende Tür öffnen, okay. Na, steht also da drauf, na schön. Interessant. Wo war denn die Tür jetzt nochmal? Hier vorne. Was muss ich denn hier tun? Warte. Das sieht aber nicht nett aus. Ich habe das Gefühl, das wird mich töten. Und da oben scheint noch was zu sein. Okay. Wie komme ich da ran? Zu diesem blauen Ding. Okay, die Kamera hier wird teilweise nervig sein. Das kann ich jetzt schon prophezeien. Jedenfalls für mich. Fängt ja gut an. Muss man hier vielleicht einmal rundherum und dann irgendwie von da oben runtergehen? Oder so? Oder von hier aus? Ach ne, das habe ich ja versucht. Das ging nicht. Dann, wo waren wir hier? Da oben. So war's doch. Okay. Was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Aha. Okay. Das war nicht toll. Das war gar nicht toll. Tja, wieder ein bisschen Startschwierigkeiten, mehr oder weniger. Ist ja immer so. Was ist das hier für eine Ansicht? Da oben hin, aber wie? Das habe ich auch versucht und hat nicht geklappt. Oder wo war das? War es hier? So. Okay. Na, jetzt habe ich zwar das, aber... Muss ich das Blaue erreichen oder was muss ich hier tun? Oder ist da rechts noch was? Ist hier irgendwas? So, ist es hier. Okay. Dieses Blaue da. Muss er da von der Seite runterspringen, von der anderen Seite? Bin ich da irgendwie falsch gesprungen? Dann noch einmal versuchen. Okay, hier ist alles zu. Hä? Das so hier runter? Nö. Wow. Warum kann denn nicht einmal ein Start problemlos klappen? Ohne irgendwas, was so dazwischen kommt.
was so dazwischen kommen kann. Damit kannst du einen Ansprung machen. Geht das? Oder was macht der da? Okay, ich stecke ein bisschen fest. Wie komme ich da unten hin? Oder muss ich da zu dieser Flamme hin? Nö, das hat ja nicht geklappt. Das da drüben hab ich. Dann vielleicht doch hier unten. Hier so rüberspringen. Aber es kann auch sein, dass das später kommt. Kann ich hier speichern? So, speichern. Ja. So, na schon, mit ein bisschen Tee sollte das dann klappen. Mal schauen, was der da macht. Was machst du? 45 rote Kugeln. Ach, so funktioniert das. Ich muss es freikaufen. Ach so, okay. Ein schweres Eisengittertor ist herabgelassen, wenn man diese alte Burg verlassen will, muss wohl erst das Tor hochgelassen werden. Ist ja toll. Hey, das ist mein Spruch. Aber ja, ist ja toll. Ist ja ganz toll. Okay. Hat denn hier gerade wer gegessen? Nichts. Ja. Durch das Fenster kann ich den Burggarten sehen. Okay, schön für dich. Mit diesem verrückten Baum. Was ist denn da vorne los? Oder die Bäume feiern Party. Ohne uns. Ist aber nicht nett. Okay. Was ist denn hier passiert? Es ist eine Marionette, die den Burgbewohnern ähnlich sieht. Okay. Okay, da geht's hoch. Na schön. Was haben wir hier? Okay, was ist das denn? Hier sind drei Öffnungen, in die man etwas hineinstecken kann. Okay. Mit der dämlichen Fratze, na schön. Tja, ist nix. Da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter, ja wirklich. Ist verschlossen, okay. Dann müssen wir wohl dahin. Da oben hin. Schön. Okay. Was in diesen Büchern befinden sich Listen der Häftlinge und ihrer Kautionen, okay. Während des Kriegs wurden in diesem Raum scheinbar hochrangige Offiziere gefangen gehalten. Interessant. Okay, was ist denn das für einer? Rostiger Schlüssel. Der Schlüssel ist ja verrostet. Sollte aber trotzdem noch Türen öffnen. Schön. Danke. Ja, sieht aber unheimlich aus. Kann ich noch so angreifen? Okay. Cool.
Ja, ist gut. So, mit der 1 kann ich zählen und dann schießen. So ist das, okay. Gut zu wissen, so kann ich angreifen. Ah, okay. Schauen, kann ich irgendwie ausweichen. Also nicht so aus, okay. Und das. Nice. Okay, ich muss halt erst noch reinkommen. Aber dann wird's was. Okay, aber Sekunden. Ach, jetzt sind wir. Moment. Wir haben den rostigen Schlüssel. Du bist schon wieder da. Geh weg. So, Schnauze. Autsch, autsch, autsch. Sonne Gas. Grüne Kugel, sobald sie diesen heiligen Stein erworben haben, wird ihre Lebenskraft wiederhergestellt. Okay. Gut zu wissen. Okay, der Soundtrack gefällt mir jetzt schon. Okay, die sind oben. Kann mir egal sein. Das ist also gemeint mit Marionettenflug und so. Verarschen! Durch die Wand nur! Und die Kamera lässt mich ja nicht sehen. Wow. Ich bin ja fast tot. Das ist ja gerade ein bisschen scheiße. Okay. Einmal hier durch, bitte, dankeschön. Ach so, der L2 ist nur Karte. Ach so, okay. Kann ich das irgendwie aufrüsten? Okay. So kann ich das wählen. Dann andenken und dann das Mutter auf der Rückseite ist Virgil und Dante eingraviert, okay. Okay. Gehen wir erstmal zu ihm da oben hin. Mal schauen, ob wir da was einlösen können. Denn ich würde eigentlich gerne das Ausweichen lernen, falls das geht. Denn nur so stur stehen bleiben, das mag ich nicht. Was man vielleicht schon kennt. Der muss wohl der bla 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 sein, ja. Bringen. Huch. So, okay, Medizin, Zauberkraft und andere hilfreiche Gegenstände erwerben. Okay, auf den Stern. Das erwerben, wenn die Teufel-Transformer anzeigen auf dem Bildschirm. Erscheinen. Was für ein Teufel-Transformer? Was? Lebenskraftstein. Okay. Noch was gucken. Okay, und toll. Ein Schlag und ich bin weg. Fängt dir gerade nicht so gut an. Gerade mal 20 Minuten. Und schon fast tot. Peinlich, peinlich.